So, willkommen zu dieser neuen Review. Und heute stelle ich euch den Koala vor. Ja, los geht's. Den Koala bekommt ihr bei MyToys für 29 Euro. Ich zeige euch hier wie immer die Bilder. Seitentechnisch gefällt sie mir super gut. Wir haben hier große Geländereifen. Das Fahrzeug ist übrigens im Maß auf 1 zu 18. Ersatzreifen. Und was noch im Set dabei ist, ist die Kamera, die kennt ihr ja schon von den Onboard-Videos. Genau die ist das. Der Koala ist sehr geländegängig. Was ich euch nun zeigen werde. Ja, diese Steine, als wäre gar nichts. Und jetzt nehmen wir mal zum Vergleich mein SUV, den Mercedes-Benz GLK. Kennt ihr ja auch schon aus ein paar Videos, ne? Ihr habt gerade gesehen, dass der Koala besser durchs Gelände kam als der GLK. Warum das so ist, zeige ich euch jetzt. Der GLK fährt mich an einer Heckschiebler. Während der Koala Allrad hat. Ja, also Pro ist klar der Allrad. Und abgesehen davon, dass die Kamera nicht ins Cockpit passt, ist er eigentlich ein Auto ohne Makel. Ja, mein Fazit ist: Der Wagen ist ein absolutes Spaßmobil, wird allerdings kein Teil meiner Sammlung sein, sondern mehr so Kamerafahrzeug oder ab und zu mal so als harter Gegner für die Fahrzeuge, die noch kommen. Aber alles in allem wirklich sehr zu empfehlen. Das war's für heute. Ich würde sagen, bis demnächst.